Ein Dorf trauert. Um einen besonderen Menschen. Vor 5 Jahren kam Farshad aus dem Iran in das Asylbewerberheim nach Breitbrunn am Ammersee. Die Steglichs waren seine Patenfamilie. Für Lilly war er fast wie ein Bruder. Wir sind mal mit ihm über den See geschwommen, ja, über den Ammersee. Wir hatten ein Surfbrett dabei. Wir sind geschwommen, ja, abwechselnd. Und der Farshad ist die ganze Zeit geschwommen. Der hat auch gesagt, wir brauchen das Surfbrett nicht. Er hat gesagt, er fühlt sich frei im See, er möchte schwimmen. Der See war, glaube ich, einer der Plätze, wo er glücklich war. Eigentlich müsste der Steg fast Farshad-Steg heißen, weil er mit seinem Lachen hier jeden Tag stand im Sommer, mit den Kindern hier vorne war und er eigentlich ein Teil war von der Gesellschaft, wo er nie ein Teil sein durfte. Er hat immer gelächelt. Er hat eigentlich nie nicht gelächelt. Und so ein Lachen ist einfach auch wie ein Geschenk. Immer wenn ich nicht so gut gelaunt war und ihn dann gesehen habe, dann war ich wieder gut gelaunt. Farshad, der stets Fröhliche, immer hilfsbereit. So wie vor 2 Jahren, als sich ein Kind hier beim Baden an einem rostigen Nagel am Steg beinahe tödlich verletzte. Am selben Abend ist er runtergegangen mit einem Hammer und hat die rostigen Nägel aus dem Steg rausgehauen und hat beschlossen, dass dort eine gescheite Leiter gebaut werden muss. Und das war der Farshad. Den Vorzeigeflüchtling haben die Breitbrunner ihn liebevoll genannt. Die Ausbildung als Glaser fast fertig. Vom kleinen Lohn den Führerschein abgespart. Er lässt sich taufen, ist aktiv im Sportverein. Vor 2 Wochen der Schock. Farshad, 34 Jahre alt, liegt tot in seinem Zimmer im Asylbewerberheim. Mein Gehirn hat's nicht gecheckt und ich habe dann auch geweint. Aber ich bin auch jetzt halt noch fassungslos, dass es einfach passiert ist. Suizid und Gewalteinwirkung können laut Obduktion ausgeschlossen werden. Die Breitbrunner legen zusammen, um Farshads Beerdigung zu bezahlen. Schaffen es, dass seine Freunde im Asylbewerberheim digital an der Trauerfeier teilnehmen können. Die Bewohner sind wegen eines Corona-Falls in Quarantäne. Voller Trauer und auch Fragen, die keine Antwort finden. Wir wissen es nicht genau, wie Farshad gestorben ist. Leider. Farshad, den haben wir gekannt. Jede und jeder irgendwie. Kurz vorm, ich glaube, es war der 3. Anlauf zur Führerscheinprüfung. Die Theorie, die war doch so schwer. Und er kam zu mir und sagte, Frau Hussmann, du musst mit mir beten, dass ich es diesmal schaffe. Und wir haben gebetet. Und das Wunder ist geschehen. Er hat es geschafft. Farshad war in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Trotzdem wurde sein Asylgesuch abgelehnt. Sicher war alles formal korrekt. Das falsche Ergebnis war es trotzdem. Für ihn, für uns, für ganz Breitbrunn. Vor einem halben Jahr kam die Androhung der Abschiebung in den Iran. Dem Konvertiten droht dort die Todesstrafe. Wie schlecht es Farshad daraufhin wirklich geht, erfahren nur die, die seine Muttersprache sprechen. Seine iranischen Mitbewohner erzählen von einem tief verzweifelten Mann, der aber bei seinen deutschen Freunden weiter als fröhlich wahrgenommen werden möchte. Das Lächeln auf Farshads Gesicht hat an Strahlkraft verloren in der letzten Zeit. Haben wir nicht genügend hingeschaut und hingehört, wo Farshad selbst Hilfe brauchte und in Not war? Mit dem Zeichen des Kreuzes segnen wir Farshad jetzt, wo wir ihn in sein Grab legen. Farshad hat nach außen etwas darstellen können, was er innerlich nicht war, aber es hat ihn auch so besonders eben gemacht. Für Farshad hat andere Menschen zum Lachen gebracht. Und das, obwohl es ihm selber total beschissen ging. Er hat aber das Glück zu anderen gebracht. Ein letzter Dank von Lilly. Heute wäre Farshad 35 Jahre alt geworden.